Wir müssen jetzt ein kleines Rätsel auflösen. Ich habe zu Beginn der Sendung damit Judith gesagt, Sie sind genervt, weil so viele Menschen von Ihnen immer nur das eine wissen wollen. Was ist es denn, was Sie so nervt? Welche Frage nervt Sie so? Oh, genervt klingt immer so hart, aber ich glaube... Das ist die Wahrheit. Ja, also man fragt mich immer, ja, wo fühle ich mich mehr zu Hause oder... Was ist mehr deutsch an mir, was ist mehr ghanaisch an mir? Und eigentlich war mein Leben ganz entspannt, bis mir diese Fragen gestellt worden sind. Weil dann viele immer sagen, ja, das ist doch bestimmt verwirrend. Und dann meinte ich, ja, bis du mir die Frage gestellt hast, war es eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Das ist, genervt bin ich nicht, aber ich finde es halt eine lustige Frage. Aber ich war zum Beispiel, beigebracht hat mir das Anna. Anna habe ich kennengelernt auf dem Flug von Hamburg nach Österreich. Ich musste Promo machen in Wien. Ah, das ist eine Kollegin, Freundin? Nein, ein fremdes, kleines Mädchen. Okay. Auf jeden Fall, die war halt alleine im Flieger und ich finde halt, man muss mit Kindern, die alleine fliegen, reden. Mhm. So. Also ein bisschen, ne, aufmuntern und so. Die saß da so in ihrer Ecke und dann meinte ich so, ja, wo kommst du denn her, was machst du denn? Und meinte sie so, ja, ich fahre nach Wien, um meinen Vater zu besuchen. Und meinte ich so, ah, okay, ja, cool, freust du dich? Ja, geht so. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Österreicher. Und dann meinte ich, oh, und wie geht's dir damit? Dann hat sie mich halt angeguckt und meinte, was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Das hat mir einfach so beigebracht, oder sie hat mir das eigentlich beigebracht, dass ich so dachte, ja, stimmt, das ist eigentlich keine Frage, die man so beantworten kann. Ich meine, man ist im Endeffekt ist man halt die Person, die man ist und nicht das eine oder das andere. Vor allem, einigen wird sie nie gestellt. Also ich nehme nicht an, dass Robert die Frage gestellt wird, in der Schweiz geboren, in Österreich aufgewachsen, fühlen Sie sich zerrissen zwischen den Kulturen? Ich bin geboren, in Österreich aufgewachsen, aber doch, die Frage wird mir tatsächlich gestellt. Echt? Fühlen Sie sich zerrissen? Wahnsinnig, ja. Ja. Unglaublich schwierig, in Deutschland als Österreicher über die Runden zu kommen. Das verstehe ich aber auch. Ja. Aber ich muss sagen, jede Frage ist berechtigt und ich finde halt, nur durch Fragen kann man halt auch Sachen aufklären und das bringt ja auch ein Reflexionsprozess in Gang und so. Aber die Frage wird möglicherweise ihren Eltern manchmal gestellt. Ja? Vom Vater haben wir schon gehört. Ach so. Also berühmter Jazzmusiker aus Ghana. Ihre Mutter Deutsche. Wo leben denn die beiden heute? Das ist sehr interessant. Meine Mutter hat beschlossen, dass sie sich, dass sie ihren Arbeitsschwerpunkt, auch ihren Lebensschwerpunkt, also die ist Hamburgerin, nach Afrika verlegt und mein Vater ist zu mir um die Ecke gezogen. Ja, Hamburg. Und sind sie denn auch zusammen? Nein, nein. Die habe ich getrennt, als ich 15 war. Und findet Ihr Vater das gut, dass Sie Musikerin geworden sind? Also mein Vater, ja, also das ist so. Mein Vater ist halt Musiker, Vollblutmusiker und hatte seinen Proberaum und sein Studio in der Garage, also in die Garage eingebaut. Und es war direkt neben meinem Kinderzimmer. Und er hat mir immer Instrumente ins Zimmer gestellt oder so. Aber ich glaube einfach nur, weil er sich über mich lustig machen wollte. Oder hat mir einen Verstärker in den Garten gestellt und meinte, sing mal was. Zu beschäftigen. So. Ja, also ich glaube, der wollte schon was anderes für mich. Und zwar hatte ich zwei Berufswünsche. Ich wollte, also ich bin in Ghana aufgewachsen und da hatten wir natürlich auch viel amerikanisches und englisches Fernsehen, und kanadisches Fernsehen, also wusste ja nichts von Deutschland. Und da gab es einmal CNN. Und einmal The Cosby Show. Das waren so. Ich durfte also Nachrichten gucken und The Cosby Show. Mhm. Und da gab es eine Nachrichtensprecherin, so eine schwarze, schöne Nachrichtensprecherin. Und da wollte ich Nachrichtensprecherin werden. Ach. Das fand mein Vater ganz toll. Also hat immer gesagt, ja, das machen wir. Echt? Erste Eltern, von denen ich höre, dass sie toll finden, dass die Kinder beim Fernsehen arbeiten. Also mein Vater wollte das eigentlich gar nicht, dass Musik machen. Und dann Claire Huxtable, die Frau von Dr. Hospital, das ist so eine amerikanische Sitcom, war Anwältin. Und die fand ich ganz toll. Deswegen wollte ich auch Anwältin werden. Keins davon hat geklappt. Und hat er sich jetzt wenigstens dran gewöhnt? Ja, also mein Vater ist da weniger streng als meine Mutter gewesen. Also ich glaube, meine Mutter ist so, wie viele Mütter, war so sehr besorgt um mich, hat gesagt, ja, mach mal was Richtiges, also studiere mal was und so irgendwie. Ich habe auch immer gerne gelesen und gerne geschrieben. So. Und dann habe ich halt erst American Literature studiert und Art History. Und dann habe ich das geschmissen und habe eine tanzpädagogische Ausbildung gemacht. Und mein Vater war eigentlich immer sehr locker. Er hat eigentlich immer gesagt, oh, you just have to be happy. Also ich soll glücklich sein und so. Mhm. Und deswegen,
ich glaube, jetzt ist er auch ganz zufrieden mit dem, was ich mache. Sie haben vor ein paar Minuten gesagt, also wenn es Unterschiede gibt, dann wird man erst von anderen darauf hingewiesen. Ja, ja? Voll. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn man von Ghana dann nach Hamburg zieht, ja, dass da niemand gibt, der sagt, irgendwie bist du anders oder es einem zeigt. Ach so, ja, aber alle zeigen dir das. Und zwar? Also, in Ghana vorher wahrscheinlich auch schon, dass irgendwas an... Ja, man lebt sich da so rein, so in die Rolle des Outsiders. Also das war auf jeden Fall immer... Also in Ghana, muss ich ehrlich sagen, bin ich weniger aufgefallen oder hatte ich mehr. Ich meine, ich bin da auch aufgewachsen, hatte dann natürlich halt auch die Selbstsicherheit und habe die Sprache gesprochen und war auch sehr selbstbewusstes Kind. Bewusst, dass ich anders wurde, also mir wurde bewusst, dass ich anders wurde, als ich nach Deutschland kam. Also, die Leute waren einfach so anders, wie zum Beispiel Schlittschuhfahren, was soll das? Wir haben das in der Klasse, haben wir das immer als Ausflug gemacht. Und dann dachte ich so, wie, ich soll auf ein Eis, auf so einen Schuh. Und, also es war alles neu für mich, wir haben ja keinen Schnee, also wir kennen ja Winter gar nicht, so am Äquator. Und, ja, es gab solche Sachen, oder zum Beispiel die Mädchen dann in der 6. Klasse hatten in ihrem Zimmer dann so diese wie heißt diese langhaarige Familie? Kelly Family. Genau, so Kelly Family. Hey, wow. Ja, also das waren so unterschiedliche Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, ey, die Leute hier ticken einfach komplett anders und irgendwas muss ich machen. Dann habe ich erstmal gefragt, wo habt ihr diese Bilder her? Ne? So diese Poster und so. Bin ich losgegangen, hab mir das alles gekauft und es hat mich gar nicht interessiert. Habe ich mir das auch in mein Zimmer gehängt und so. Und meine Mutter hat immer gefragt, was machst du da? Ich so, ja, das machen die auch so. Und so. Und ich habe richtig so eine Recherche gemacht, so, wie werde ich jetzt hier deutsch? Und das gehörte dazu. So, also Mädchen, ich bin ja ein Mädchen. Ich wollte halt auch zu den Mädchen dazu gehören und so. Ne? Und dann habe ich halt, die fangen ja auch viel früher an, sich hier zu schminken und zu lackieren und was weiß ich und alles. Und ja, man macht ja einfach nur mit als Kind, will man ja einfach nur dazugehören, ne? Ja. Sie sind irre oft umgezogen. Ich glaube, Sie können gar nicht mehr mitzählen, wie oft das war. Wissen Sie nicht. Und ich kenne das auch aus meiner Kindheit und Jugend. Ich fand das immer furchtbar. Mhm. Und Sie? Kommt darauf an, wie man da rangeführt wird. Also meine Mom ist cool. Die ist hyperorganisiert. Und die hat mich schon sehr früh beigebracht, so Lego in die Kiste, Barbies in die Kiste, Musik dahin, so. Und da hatte ich immer so ein Kistensystem. Und sie meinte, das ist nämlich total praktisch. Wenn wir nämlich umziehen, brauchst du gar nicht so viel packen. Nimmst einfach deine Kiste und gehst raus. Und, und es gibt ja... Patente Mutter, wirklich. Und es gibt ja mittlerweile auch sehr schöne Kissen, und, die man sich kaufen kann, die auch durchsichtig sind. Und ich bin, glaube ich, da... ich kann auch unglaublich schnell, zum Beispiel muss ja jetzt als Musikerin auch so unglaublich viel reisen und auch sehr kurzfristig und dann halt auch, dann habe ich einen Dreh und ein Interview und dazwischen Off-Tage und so, und das hat mir geholfen, diese Umzieherei. Ich kann unglaublich schnell meinen Koffer packen. Ich habe die Uhr gestellt. Ich kann innerhalb von 20 Minuten einen Koffer für 3 Wochen packen. Das müsste Thomas Heinze eigentlich auch ganz gut können. Kann man sie in dieser Eigenschaft auch buchen, so 20 Minuten? Ich kann gerne Nachhilfe. Ja, okay. Aber das Geheimnis ist, zu Hause wirklich schon eine Organisation zu haben. Also wirklich schon entweder Kissen, Regale. Also es muss schon sehr ordentlich zu Hause sein. Können Sie sich an den Tag erinnern oder an die Begegnung, bei der Sie selber gemerkt haben, Sie haben eine Mörderstimme? Nee, das ist mir unangenehm. Nein, ich habe nie von mir gedacht, dass ich eine Mörderstimme habe. Aber ich glaube, man sieht das in den Gesichtern der Menschen eher. Also als ich dann hier nach Deutschland gekommen bin, muss ich ja auch irgendwas machen, was mir Spaß macht. Und Klavier hatte ich schon immer gespielt. Ich hatte immer Klavierunterricht, seit ich 8 Jahre alt bin. Und ich fand das alles dann so ein bisschen langweilig mit den Kelly Families und mit NSYNC und mit Nägel lackieren und so. Und dann habe ich mir halt Programm. Ja, und dann habe ich mir halt eine Clique gesucht. Aber die Leute, die Musik gemacht haben, das waren halt immer alles Jungs. Und dann bin ich einmal so ganz, wahrscheinlich auch mit dem Lügen, so fing das eigentlich auch an. Finde ich übrigens total interessant. Bei mir war das eher so Fantasie. Ich finde das eher so. Und da bin ich dann dahin gegangen. Die waren alle in der 9. Klasse schon. Ich war in der 6. Da habe ich mich so auf die Tischtennisplatte gesetzt und habe von Aretha Franklin Respect gesungen. Nee. Doch. Oh, wow. Und dann
Und kam der Respekt dann? Hä? Kam der Respekt? Der Respekt kam. Und ich wurde dann im Proberaum eingeladen und dann habe ich gemerkt, ja, cool, das läuft. So, ja, gut, es gibt einen irren Zufall. Ich drehe gerade mit Jürgen Vogel zusammen und wir waren auf dem Weg zum Bergfest, weil wir die Hälfte jetzt gedreht haben und hörten ein Lied von einem Sänger, ich weiß gar nicht, wie er heißt, das hat mir Jürgen nicht verraten, aber er hat mir das vorgespielt, sagte, guck mal, was der für eine Stimme hat. Mhm. Wenn ich so eine Stimme hätte und so singen könnte, dann würde ich nie wieder spielen. Und das stimmt auch. Nie wieder Schauspieler. Also, aber viele Schauspieler wollen immer ein Sänger werden oder Musiker. Ja, das ist, auch, ja viele tun es leider. Einer sitzt neben mir, das ist auch gar nicht. Willst du mal noch werden? Ja. Ja. Das Also ich hatte gerade angesetzt, das ist ein irrsinniger Zufall, dass ausgerechnet heute in dieser Sendung, es war niemals geplant, gewollt und beabsichtigt, ihre neue CD auf den Markt gekommen ist. Und ich finde es wunderbar, wenn Sie zufällig daraus einen Song uns heute darbieten würden. Ja. Bitte Sie sehr nicht gerne auf die Bühne, sondern einfach nur um den Sessel herum, auf den Hocker. Ja. Und es müsste jetzt auch zufällig, ist er hier, auch verhext, ja? Oder Zufall, Ihr Gitarrist. Keine Lügen. Ich glaube, er heißt Aile Battista. Battista? Aile Gino Battista. Okay. Und der Song, bitte gehen Sie, sonst muss ich noch zehn. Also es wird furchtbar, da muss ich 10 Minuten Ihren Song ankündigen. Und der Song heißt Perfect Timing. Und über das perfekte Timing haben wir ja schon ein bisschen was gehört beim Kofferpacken. Aber es hat natürlich eine ganz große andere Dimension, über die wir vielleicht im Laufe der Sendung noch reden können. Also, das ist Jacotto mit einem hinreißenden Song. Bitte schön. Top of my head, you and me and another perfect chance, another chance for us to make it right, without the fuss and without the fight, but she probably is your wife, and you're the father of her child. Excuse me for my fantasy, but now I'm drunk enough to admit that you. I know you think it's boring, 'cause it's nothing new that I still need you. I miss the train, I miss the bus, I miss the plane, the perfect timing. Now I've stopped trying to beat the rush, to be ahead of my game. Fuck the perfect timing, just stay here. Whoa. Let go of my fear of not being in control. I'm writing the songs 'cause of you. I was never meant to be so cynical, and now everything's ironic to me, and I don't believe in my fantasy, 'cause I just miss you. I know that you don't care, 'cause it's nothing new that I still need you. I miss the train, I miss the bus, I miss the plane, the perfect timing. Now I've stopped trying to beat the rush, to be ahead of my game. For the perfect timing, I'll just stay here. Whoa. Let go of my fear of not being in control.